Jetzt. Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Und zwar muss ich leider diesen Part hier nachkommentieren. Aber das mache ich nicht alleine, denn ich habe mir einen tollen Gastkommentator eingeladen. Wer ist denn dabei? The Keanu 88 oder kurz Keanu. Das freut mich sehr. Ja, wie gesagt, das muss leider aufgrund diverser Emulatorhänger nachkommentiert werden. Aber ja, wir gehen es einfach mal an. Wir sind immer noch auf Titania und wir müssen hier diesen komischen Schalter drücken. Und ja. Wo du nach einer gefühlten halben Stunde herausgefunden hast, so läuft das alles. Genau. Ja, wir mussten offscreen vorher gucken, wie das überhaupt funktioniert. Aber müssen wir einfach nur dieses eine Ding hier reinschieben. Einfach nur schön mit dem Walker gegenlaufen. Und ich glaube, danach, dass du wärst fertig, aber nein, bist du nicht. Nein, ich war noch nicht fertig. Ich habe noch einen Zentimeter vergessen. Aber das fällt mir Trottel natürlich hier noch nicht ein. Ja. Erst jetzt. Wow, jetzt. Währenddessen lässt du dich schön beschießen. Richtig, da wundere ich mich auf einmal, was mich da beschießt. Und dann habe ich mir gedacht, crash ich einfach mal gegen die Wand. Genau. Ist auch mal schön. Und fließt durch die Gegend. Genau. Und hier haben wir, Energie, aber die verlieren wir auch noch gleich wieder, glaube ich. So, du darfst dich freuen. Extra für dich schließe ich jetzt meine komplette Fandub-Ausrüstung an mit Popschutz und so weiter. Ansonsten hat man nur in der Aufnahme von mir selbst. Klingt doch auch nicht schlecht. Fühl dich also geehrt. Ja, das freut mich sehr. So, und da versuchst du, glaube ich, gerade dieses Ding da anzuspringen, wie auch immer. Man muss einfach nur gegenlaufen, das Ding kippt um und dann kann man auf den Schalter drauf. Total dämlich. Ja. Aber naja, was soll's, es klappt. Die Tür ist, das ist keine Tür, das ist ein Turm. Richtig. Der Turm ist offen. Der Turm ist offen und wir können rein. Und, genau. Ich finde es immer wieder schön, irgendwas nachzukommentieren. Ich auch. Ich hasse es. Da man dann nie weiß, was man eigentlich gesagt hat. Ja, wir haben so schöne Sachen gesagt. Also zumindest über... Na gut, ich darf es dir noch nicht sagen, das wäre gespoilert. Aber hier, über diesen netten Typen hier. Tai Kong. Der Name hat wie Donkey Kong. Wahrscheinlich ist es sein Vater, oder? Wahrscheinlich irgendwie sowas. Er ist auf jeden Fall mit der Kong-Familie. Irgendwie hat er damit was zu tun. Und ich möchte auf sein schönes Gesicht hinweisen. Er hat nämlich ein Gorilla-Gesicht, so eine Gorillaschnauze. Ja. Und bewirft uns mit irgendwas. Richtig, und vor allem, wir sehen ihn nicht. Hier in dieser Szene fliegen wir eigentlich, glaube ich, nur 10-mal hier um das Gebäude rum und finden diesen Tai Kong nicht, anstatt dass wir ihm einfach mal entgegenfliegen. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis er auf die Idee kommt. Ja, stimmt. Nicht mal bei mir ist die Idee gekommen. Ja, während Coneria schön von einer Rakete getroffen wird. Herrlich. Einfach nur herrlich. Und du versuchst durch die Tür zu fliegen, was aber nicht funktioniert. Warum tue ich so etwas? Und dann, oh mein Gott, epischer Safe State. Ja. Ich glaube, offscreen sind wir auf die Idee gekommen, fliegen wir dem doch mal hinterher. Richtig. Und es klappt sogar ein bisschen, aber jetzt klappt es natürlich noch nicht. Nö, hier noch nicht. Hier denken wir uns noch, nee, wir versagen lieber ein bisschen. Genau. Weil es so viel Spaß macht. Und lassen uns von seiner Dampfwalze beschmeißen. Richtig. Wieso trägt er überhaupt eine Dampfwalze mit sich rum? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hat irgendwie einen Fetisch für Dampfwalzen. Das muss irgendwie was damit zu tun haben. Er steht drauf. Er steht einfach drauf. Oh, und er steht drauf. Ja, und er hat so einen Fetisch. Ja, er hat uns auch irgendwie mit seinem Schlafzimmerblick hier paralysiert. Auf jeden Fall ist alles sehr langsam geworden. Ja. Ich glaube, da sind wir auf die Idee gekommen, dein Emulator mag mich nicht. Richtig, und an der Stelle haben wir einen Cut gemacht. Hallo, wir sind wieder zurück nach diesem Cut. Keanu ist auch wieder dabei, oder? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ja, wir sind ja dabei, sozusagen eine Neuaufnahme zu machen. Und jetzt ist es mittlerweile schon die Neuaufnahme der Neuaufnahme. Ja, weil bei mir die Technik irgendwie versagt total. Und wir müssen gerade gegen Tai Kong kämpfen, oder eher Peppy muss es. Richtig, Tai Kong. Und wir haben irgendwie eine Strategie rausgefunden, anscheinend. Ja, ich weiß noch nicht mehr genau wie und was. Ja, und zwar, dass wir ihm einfach nicht hinterherfahren, sondern immer so ein bisschen entgegenfahren und dann, einfach raufballern. Wahnsinn, wer hätte damit gerechnet, dass wir draufballern müssen? Ja, keiner. Unglaublich.
Vielleicht hilft's, wenn Peppy eine Barrel Roll machen würde, aber das tut er irgendwie nicht. Ja, irgendwie macht er das nicht. Peppy macht viel zu wenig Barrel Rolls und das, obwohl das seine geheime Strategie ist. Wow! Und Coleria ja, wird von einer interstellaren Rakete nach der anderen getroffen. Mal wieder. Aber Tai Kong ist Geschichte und das ist die Hauptsache. Ja, ja. Gut. Ja, ist einfach so. Es ist schon wieder ein Tag her. Ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was wir da alles gesagt haben. Wie wir die Zeit gefüllt haben, keine Ahnung. Mit tollen Sachen wie... Wie verkleinere ich Keanus Bildausschnitt? Genau. oder vergrößern, wie auch immer. Jedenfalls habe ich beim letzten Aufnehmen nur noch einen gelben Punkt gesehen. Genau. Und ich muss... Husten. Entschuldigung. Das passiert schon mal. Und wir haben übrigens die Basis zerstört. Das hätten wir vielleicht auch mal erwähnen können. Ich sehe nur noch drei Herzen, Mann. Ja, das ist richtig. Und einen Emulatorhänger. Wieso hast du jetzt meinen Bildschirmausschnitt vergrößert? Einfach so. Ich hab gedacht, ich bin mal so frei. Ärgern wir den Kerl nun mal, ne? Richtig. Weil er sich gerade ärgert. Naja. So sieht's aus. Die Raketenangriffe werden aufhören. Wunderschön. Ja, aber auch nur dort. Woanders fangen die Raketenangriffe nämlich gerade erst an. Ja, du hast Herzblut. Ja, genau. Lies du vor. Hab ich schon. Verdammt. Dann lies nochmal vor. Was denn? Das hier. Ich hau euch unten zu. Feinblech. Genau. Soll ich vielleicht meine ganz böse Fender-Plache mal machen? Oh ja, die will ich hören. Das ist gruselig. Ja, ich kann übrigens noch wie ein schwuler Sack sprechen, wenn ich will. Echt? Ja, aber sowas von, weißt du, wenn Peppy da so rumfliegt, das ist so total antörend. Ja, das finde ich auch. Ja, wir sollten mal weitermachen. Ja, besser ist das. Ja, womit? Das ist halt die Frage. Ich war hier so ein bisschen am Schauen, wie wir jetzt hier überhaupt wieder rauskommen aus dieser Situation hier, weil es sieht ziemlich übel für Coneria aus. Ja, 34% Schaden. 42, Entschuldigung. 42 und alles versammelt sich um Coneria, um es zu beschießen. Ja. Und am Ende haben wir einen Special Gas, ich verrate noch nicht wen. Ja, oh Gott, hör mir bloß auf. An den will ich gar nicht denken. Ja, saved, okay. Ja, warum nicht, muss auch mal sein. Ja, drei Gegner, Peppy macht das schon. Ja, irgendwie. Natürlich, der Peppy, der haut voll rein, der denkt ja. sich. Aber es ist der übrigens Fox, nicht Peppy. Wer hat das ist Fox umgeswitcht? Ach so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, im Part selber haben wir es erwähnt. Hier haben wir es nicht erwähnt. wir haben mittlerweile auf Fox umgeswitcht. Wunderbar, ich war damit beschäftigt, schwul zu sein während der Richtig. Aufnahme. Ich glaube, wir waren in dem Moment, während Peppy auf Fox umgeswitcht hat, einfach schwul. Ja. Ja, und wieso zeigst du die Karte? Keine Ahnung. Ja, einfach so. Ich habe mir gedacht... Ja, die Leute sollen mal ein bisschen mehr über das Lilith-System erfahren und sich mal die ganzen Planeten anschauen und Gegner außer Reichweite, ist ja herrlich. Sehr schön. Das ist eine gute Voraussetzung, wenn man Coneria retten will. Zerstöre eine Angriffsformation, sehr Coneria auf den Coneria. Oder so. Ja, ich dachte schon, passiert da noch was? Eigentlich schon. Ja. Denn es kommt wieder ein Kampf. Ja, und was für ein schöner. Nämlich gegen den Typen hier, der uns abgehauen ist. Gegen diesen... Ja. Der ja. anscheinend schon wieder abhaut. Meine Güte, ja. ist der schnell. Oh mein Gott. Meine Güte, fliegst du scheiße. Wer kommt da? Wer kommt da? Es ist... Pitmar. Das alte Spanferkel. So haben wir ihn genannt. Ach, du weißt es noch. Jetzt weiß ich es noch, ja. Oh mein Gott, während Coneria von der nächsten Rakete getroffen wird. Und ich glaube, gleich beenden wir auch den Part. Das ist richtig. Du, und zwar genau jetzt denke ich mir, scheiß drauf, leck mich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das wird doch eh nichts hier. Genau. Bis dann. Ciao.